Hallo, Freunde der Sonne. Mein Name ist Gibaldo und herzlich willkommen zurück zu The Rise of the Ronin. Wir haben eine wunderschöne Maske auf. Ich liebe sie. Ich liebe diese Maske. Ich will sie nie wieder ablegen. Ich brauche was Neues. Ich muss irgendwas Neues finden. Ich drehe sonst durch. Diese Maske, die ist einfach so lächerlich. Wir haben beim letzten Mal der guten Tucker geholfen. Und, wir müssen auch wieder zurück zu Tucker jetzt. Für die Hauptstory. Und das würde ich gerne tun. Aber vorher würde ich gerne unsere Katzenlady besuchen. Die müsste ja hier irgendwo sein. Ich weiß nur nicht, wo. Wo bist du, Katzenlady? Da, ich sehe es auf der... Du, sie ist unter uns. Sie ist unter uns und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Dieses verdammte Labyrinth. Okay, da ist sie. Holde Maid! Schau mal, meine neue Maske. Ich hoffe, ja, es geht mir super. Die Katzen, die ihr für mich gerettet habt, sind allesamt wohl auf. Perfekt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass eine von ihnen deutlich an Gewicht verloren hat. Wie bitte? Deshalb mache ich mir nun auch Sorgen um die anderen. Was? Es könnte sein, dass sie fürchterlichen Hunger leiden. Womöglich werden sie auch von jemandem misshandelt. Ich hoffe sehr, dass sie allesamt in Sicherheit sind. Wir werden den oder diejenige vernichten, keine Sorge. Katzen sind zähe Tiere. Oder ich werde sie finden, seid also unbesorgt. Eure Worte machen mir Mut. Vielen Dank. So bin ich eben. Ich habe meine Katzen viel zu sehr verhätschelt. Sie mögen vielleicht zähe wirken, doch glaubt mir, das sind sie nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich da draußen ganz allein längere Zeit behaupten können. Und genau deswegen gibt es uns. Mir ist bewusst, dass ihr äußerst beschäftigt seid. Und wie egoistisch mein Verhalten ist. Ja, schon. Doch, ich habe sonst niemanden, den ich um Unterstützung bitten könnte. Ich weiß. Deshalb befürchte ich, dass ich euch auch weiterhin um eure Hilfe bitten muss. Bitte helft mir, meine verschwundenen Kätzchen zu finden. Natürlich. Ich werde mein Bestes geben. Ich rede nochmal mit ihr, denn ich will... Danke für euren Besuch. ...mehr wissen. Meine Liebe, ich habe etwas für euch. Und zwar... Gesichtspuder und Pinsel. Eibenkubobo, eine Temari-Kugel. Weißt du was? Wir geben ihr mal das Ding hier. Knoten des Schicksals. Und zwar genau 2 Stück. Es ist einfach perfekt. Ich weiß. Das seid ihr. So bin ich eben. Was? Oh, das ging ganz schön nach oben. Katzen berichten, weiß ich nicht. Ich habe eine Frage. Ach. Was würdet ihr denn gerne mit mir besprechen? Und zwar, magst du Katzen? Es ist nichts. Tschüss. Oh. Oh. Diese Enttäuschung. Dann lebe wohl. Wir sehen uns wieder, wenn ich eure Katzen getroffen, gefunden habe. Streicheln. Ah. Na, guck mal einer an. Vor der Katzenlady. Das kann sie doch nur mögen. Hast du das gesehen? Ich liebe alle Katzen. So, das reicht jetzt aber erstmal. Wir müssen wieder hoch. So. Wir müssen wieder zu der guten Attacker. Denn sie hat etwas mit uns zu besprechen. Hallo. Also, das eigentliche Problem. Ja, bitte. Bitte rede weiter. Ich vermute, ihr fragt euch, weshalb ich Fürst Yi verraten habe. Ich muss gestehen, dass wir beide, dass er ist mir sehr wichtig. Genau genommen ist diese Haarnadel ein Geschenk von Fürst Yi. Das ist toll. Doch nun verhalten sich die Dinge anders. Es hat sich so vieles verändert. Auch was meinen Herrn und mich angeht. Der Mann, den ich einst kannte, ist nun der rote Dämon. Und die Wahrheit ist, dass ihm diese Rolle so einige Opfer abverlangt hat. Die Säuberung mit anzusehen hat mir die Augen geöffnet.
Mir ist nun klar, dass er aufgehalten werden muss. Absolut. Und wer könnte das besser als ich? Es fühlt sich an, als hätten all die Jahre an seiner Seite zu diesem Moment geführt. Dass ich Fumi zur Flucht verholfen habe, könnte mich das Leben kosten. Doch es war die richtige Entscheidung. Ja, kein Gesicht. Warum haben wir die Maske nicht auf? Und trotzdem habe ich auf einmal furchtbare Angst. Keine Sorge. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass bald irgendetwas Schreckliches passieren wird. Was meint ihr? Was soll ich tun? Mach dir keine Gedanken. Ich passe auf dich auf, so wie ich auf Fumi aufgepasst habe. Bring mir das Schokolade gemeinsam zu Fall. Du solltest Katsura und seine Verbündeten um Hilfe bitten. Bring mir das Schokolade gemeinsam zu Fall. Das ist genau das, was ich von euch hören wollte. Ja, perfekt. Jetzt geht es mir weitaus besser. Bitte verzeiht mir, dass meine Emotionen mit mir durchgegangen sind. Kein Problem. Ich frage mich, ob ihr euch dem Satsuma-Aufstand anschließen werdet? Ich zeige euch eine Gasse, in der ihr vor den Blicken des Shogunats sicher seid. Gut, gut, gut. Ich wünschte nur, dass ich mehr für euch tun könnte. Weh, du verrätst uns. Sagt mir, wenn ihr bereit seid zu gehen. Ich bin bereit. Aber ich hoffe, sie ist keine Verräterin. Und wieder einmal, sprich mit Taka. Wollen wir zur Satsuma-Siedlung in Edo aufbrechen? Ja, komm, let's go. Ich möchte noch mehr Zeit alleine mit dir. Aber wir haben doch unsere Katzen-Lady. Nein, wir gehen. Ja, gemeinsam. Ich bleibe meiner Katzen-Lady treu erstmal. Es sei denn, ich finde noch eine bessere. Hey, noch nee, ich kann mir nur eine aussuchen. Ich muss das sehr klar und deutlich durchleuchten. Du schließt dich uns also an. Aber Taka ist es, glaube ich, nicht. Die Truppen des Blauen Dämons wollen zur Prinzessin Atsuko. Die Ränge des Shoguns scheinen zerstritten. Wenn sie die Prinzessin in Gewahrsam nehmen, wird der Satsuma-Clan auch zur Geisel. Verstehe. Du warst es, die Fumi zurückgebracht hat. Ich bin dir äußerst dankbar. Nun sind uns nicht mehr die Hände gebunden. Überlass das uns. Begib du dich in Sicherheit. Bitte, gebt auf euch Acht. Ich werde warten. Natürlich. Und wir helfen jetzt den Satsuma. Bereit? Yes. Tschüss, Taka. Okay, Taka kann auf sich selbst aufpassen, hoffe ich. Nicht, dass sie auch noch entführt wird. Oh nein. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich Auge gemacht? Nein, nein, nein. Nicht umbringen. Die arme Taka. Oh mein Gott, Taka. Ich dachte, du würdest die Dinge so sehen wie ich. Weshalb hast du Fürst Yi verraten? Ich weiß, es war sein Pflichtgefühl, das ihn angetrieben hat. Aber er musste aufgehalten werden, um ihm noch mehr Leid zu ersparen. Ich bitte dich, dieser Verrat wird dich jetzt dein Leben kosten. Keine Sorge, ich werde ihm so loyal dienen, wie du es einst tatest. Bitte, sagt meinem Herrn, seit der ersten Begegnung in Hikone war ich stets... Taka! Taka ist tot! Scheiße, Mann.
Dieser Dreckskerl, dieser blaue Dämon. Ich werde ihn vernichten. Der hat nicht mal die Nadel mitgenommen. Was für ein Hund. Was für ein absoluter Hund. Ja, komm. Wir beginnen einfach die Mission mit den beiden. Warum auch nicht? Ich mich, Teil dieser Gruppe zu sein. Mhm. Ja. Ich bemühe mich, dich nicht zu enttäuschen. Ja, ich auch. Habe ich nicht irgendwas Neues bekommen? So ausrüstungsmäßig? Das ist das 244. Brauche ich nicht. Nein, nichts bekommen. Nichts, gar nichts. Absolut nichts. Tschüss. Moment mal, habe ich... Ach, das ist noch... Okay, ja, ja, alles klar. Ich dachte gerade, ich habe das schon freigeschaltet. Wo muss ich lang? Hier? Siege würdige Gegner 3. Wir müssen Prinzessin Atsuko finden. Ja, ja. Bevor es der Feind tut. Lisa. Komm her. Hauptsache, der geht hier auf uns. Dieser verdammte Ninja. Wenn wir nur noch Ninjas als Gegner haben, das wird hart. Sieht mich irgendjemand? Nonda. Okay, der lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wie es aussieht. Nicht so waghalsig. Mein Gott. Alter, hat er mir viel abgezogen. Das war krass viel. Kann ich hier durch? Kann ich nicht. So mag ich doch meine Ninjas. Ich weiß. Ich weiß. So, wir gehen weiter. Da ist der Nächste, der aufgeschlitzt werden möchte. Oder nicht? Oh, die lassen sich doch aus der Ruhe bringen. Fuck. Der hat's hinter sich. Da hinten geht's weiter. Ich schau mal gerade, was es hier noch gibt. Ich konnte mich nicht bewegen. Nicht so waghalsig. Fuck. Ich hätte den umhauen können. Okay. Das war einer von den härteren Bossen. Und hier gibt's eine Kiste. Mit medizinischer Pille. Einem Flaschenkürbis.
Und Eisenerz, natürlich. Was auch sonst. Wir gehen weiter. Das sind hier harte Fights. Komm schon. Yes! Du aufgeregt. Ausgezeichnet. Genau so kann ich die harten Fights eben abwenden, indem ich die im Stealth umhaue. Hier geht's hoch. Okay, bevor ich hochgehe, ich schau mal, was es hier noch gibt. Kalken. Okay, die beiden habe ich gut weggeknallt. Von hier komme ich auch hoch, oder? Ja. Ich sollte immer im Stealth bleiben. Das scheint doch sehr hilfreich zu sein. Von wo kam ich jetzt hoch? Moment. Okay, hier konnte ich mich hochziehen. Das heißt, hier kann ich wieder runter, ne? Hier. Ah, okay. Beeindruckend. Ja, ich weiß, das ist eine Technik, die ich mir selber angeeignet habe. Nein! Trottel! Ab ins Feuer! Nicht ich! Nicht so waghalsig. Ich brenne. Der Dämon mit der Komikermaske. Das bin ich. Eine weibliche No-Maske habe ich bekommen. Oh, bitte nicht. Tu mir das nicht an, Spiel. Okay, vielleicht kann ich hier noch weiterkommen, ohne dass ich irgendwie klettern muss. Das sieht sehr danach aus. Wer bist du denn? Hase des Gefolgsmanns. Das war dieser Hut, den die da tragen, ne? Moment. Was habe ich hier bekommen? 155 unsigniertes Schwertpaar. Brauche ich nicht. Okay, alles andere ist auch Schund. Ja, die Maske ist auch leider. Und das Ding auch. Schade. Ich hatte gehofft, dass das jetzt irgendwas Special-mäßiges ist. Natürlich nicht. Mama, wer schießt da? Sehr schön. Das hat sehr gut geklappt. Aber ich bin... Alter, ich bin tot fast. Da hätte noch jemand pusten müssen und ich wäre tot. Gefährlich. Ganz, ganz gefährlich, was ich da tue. Och, das hätte ich jetzt sparen können eigentlich. Egal. Gegenstände werden aufgefüllt. Davon haben wir ja noch ein paar. Wir gehen weiter. Wo ist sie? Wahrscheinlich da hinten bei dem Questmarker. Da will ich jetzt eigentlich nicht runter. Alter, dass er mich nicht sieht. Willst du mich verarschen? Das war doch gerade rot. Jotora.
Ist da immer noch jemand? Bin vergiftet. Nicht so waghalsig. Okay. Ich bin tot. Hilfst du mir mal bitte? Der brennt. Zwei von unseren Leuten liegen. Nein, nein, nicht runterfallen. Tut mir leid für die Mühen. Alles gut. Okay. Jetzt vielleicht ein bisschen geregelter. Waren das jetzt alle? Geh mal hier durch, das sieht so ein bisschen special aus. Ah, guck mal, direkt eine Truhe. Mit einem Langschwert. Zwei Holz waren drin. Klasse. Wer kann mich denn sehen? Oh, er. Hey, geht's dir gut? Absolut nicht. Junge, diese Kameraposition. Jetzt noch. Sorry, aber zu dritt sind wir ein bisschen andere Liga als du. Nur ein bisschen. Verdammt. Ja, das ist halt... Zwei von drei haben wir jetzt. Oh, cool. Einer von denen war wohl... was schwieriger. Wahrscheinlich der auf dem Dach, oder? Wahrscheinlich der auf dem Dach. Achso, hier geht es ja gar nicht weiter. Gehen wir hier lang. Vielleicht müssen wir hier über die Dächer kommen. Ja, eins von den Gebäuden wird es wahrscheinlich sein, ne, wo wir hin müssen. Die Männer des Shoguns gehen zu dem Gasthaus. Der hat gesessen. Da möchte ich erstmal hin. Ein bisschen das Banner hissen. Okay. Sehr, sehr gut. Es läuft okay, es läuft okay. Ich werde viel zu oft erwischt. Ich muss viel mehr blocken. Normales Blocken. Ich versuche immer hier den hier. Weißt du, den Funken-Konter. Oder Konterfunke. Der sieht mich. Der da hinten, ne? Das war ein Bogenschütze, glaube ich. Deswegen musste ich ihn aus der Ferne erwischen. Das hatte Hand und Fuß. Mhm. So. Schön. Oh. Da stand noch einer vor mir, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Alter, diese Angriffe sind einfach Feuer. Wo ist der dritte würdige Gegner? Ich denke mal da hinten irgendwo, ne?
Kann ich mir vorstellen. Oder hier? Der sieht würdig aus. Ja, nicht so. Nicht so waghalsig. Danke. Okay, Moment. Andere Technik. Alter, was hat denn der für einen Angriff drauf? Ich hab das nicht gesehen. Oh, das war der dritte. Würdige. Oh, sehr gut. Dann haben wir sie alle erwischt. Freue mich sehr darüber. Und jetzt können wir uns um die Prinzessin kümmern. Die irgendwo... Oh. Kann ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Vielleicht von hier? Okay, den habe ich echt nicht gesehen. Ein Schuriken nach mir schmeißen, das ist nicht sehr nett, mein Freund. Absolut nicht nett. Komme ich hier nicht hoch? Doch. Doch, doch, doch. Hier komme ich hoch. Aber hier nicht mehr. Tolle Wurst. Wie kriege ich den jetzt weg? Ich warte mal, bis er zu mir kommt. Tschüss. Ganz still und heimlich. Voll läppsch. Ich wollte nur an die Kiste. Nur hierhin wollte ich. Langschwert des Helden. Da bin ich mal gespannt. Moment, das schaue ich mir an. Das Langschwert des Helden. Oh, oh, oh. 286. Junge. Oh, das war mal knapp jetzt. Gefällt mir sehr gut. Aber es kommt halt nicht dran. Es tut mir leid. Ich würde ja gerne. Ihr wisst, ich will es gerne. Aber es... Aktuell kommt da nichts dran an unser Schwert. Das ist halt zu stark. Gut. Hier kann ich irgendwie hoch. Dann kann ich hier hoch. Wie komme ich denn... Ich dachte schon. Was machen die da? Ah, so komme ich also hier hoch. Was mache ich denn hier oben? Wie wäre es mit einem Angriff? Die haben echt keinen Spaß gegen uns. Absolut nicht. Guck mal, der Händler, der steht hier einfach so rum. Ich fass es nicht. Okay. Ja, gerade brauche ich nichts von dir. Ich müsste hier mal mir einen Überblick verschaffen. Verdammt, Prinzessin. Ja. So sieht man sich wieder. Das ist der blaue Dämon. Du Drecksack, du hast Taka umgebracht. Oh, jetzt nehme ich mein Riesenschwert. Langsam habe ich genug von dir. Oh, ich auch. Von dir. Leichtsinnig. Ja.
Nicht so waghalsig. Dass mir jemand wie du manche Probleme macht. Aber das war noch nicht alles, oder? Oh, vielleicht ja doch. Prinzessin Sato, wir haben wohl eine Ratte gefangen. Manabe. Mit einer streuenden Katze habe ich nicht gerechnet. Dennoch, gut gemacht. Ich habe dir zu danken. Sehr gerne, Prinzessin. Da kommen die Ninjas und da sind sie wieder weg. Uiuiui. Aus dem Weg. Da ist jemand sauer, wer ist das? Eure Hoheit. Wir werden das Ungeziefer schon bald vernichtet haben. Ich danke dir. Es scheint, dass alles genau nach Plan verläuft. Was? Ich fürchte, ich habe unerfreuliche Neuigkeiten. Toshimichi. Was sagst du da? Was denn? Das kann doch nicht wahr sein. Das war so klar. Es war so klar. Du Feigling, hau ab! Verstorben. Nein. Ohne meines Vaters Armee können wir nicht voranschreiten. Wir müssen die Waffen niederlegen, jedenfalls für heute. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Sein Traum lebt weiter. Zusammen werden wir sein Vermächtnis fortführen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wer ist ihr Vater? Wer ist ihr Vater? Nochmals vielen Dank für all die Mühen. Nun können wir nichts weiter tun, als zu warten. So schwer es mir auch fallen mag. Ich werde mich in die inneren Gemächer zurückziehen. Du musst keine Angst um mich haben. Dort würde nicht einmal der oberste Minister es wagen, mir etwas anzutun. Mit dem Ableben meines Stiefvaters wird der Satsuma-Clan in seinen Grundfesten erschüttert. Jetzt liegt seine Zukunft in deinen und Saigos Händen. Aber uns fehlt die Erfahrung. Und unser Meister ist fort. Du kennst Saigo besser als jeder andere, oder nicht? Macht eure jeweiligen Schwächen gegenseitig wett, um die Zukunft des Clans zu sichern. Mhm. Ja, Prinzessin. Noch so eine Katzenlady. Ich danke dir. Und wie sagtest du noch gleich, war dein Name? Protagonist. Ich heiße genau wie die Katze. Ich habe tatsächlich keinen. Was ist das denn für eine Antwort? Jeder braucht einen Namen. Nicht wahr, Prinzessin Sato? Was für eine merkwürdige Person. Ja, so bin ich eben. Ich heiße halt Protagonist. Wir werden sicherlich die Möglichkeit haben, länger zu sprechen, sobald sich alles beruhigt hat. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Wen haben wir jetzt als Freund bekommen? Oh, die beiden. Prinzessin Atsuko. Verwandte Einträge, Moment. Die adoptierte Tochter eines Feudalherren des Satsuma-Clans, die in die Tokugawa-Familie einheiratete. Aufgrund ihres Muts und ihres messerscharfen Verstands hat sie die Loyalität vieler tapferer Satsuma-Krieger gewonnen. Darunter Toshimichi Okubo und Takamori Saigo.
Außerdem ist sie für ihre Liebe für Katzen bekannt und wird oft von Prinzessin Sato, ihrer geliebten Katze, begleitet. Auch so eine Katzenlady. Vielleicht wird das ja meine zukünftige. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, den Stiefvater haben wir nicht kennengelernt, oder? Haben wir nicht kennengelernt. Okay. Gut, cool. Cool, dass es euch gibt. Ich bitte um Vergebung, mein Herr. Ich habe die Sturheit der Prinzessin unterschätzt. Dieser Versager. Ich werde den beim nächsten Mal killen. Du hast die Angelegenheiten also selbst in die Hand genommen. Aber wenigstens ist die Prinzessin ruhig gestellt. Vorerst. Sehr gut. Gönn dir Ruhe bis zu meinen nächsten Befehlen. Los, geh. Wo hat er bitte diese Nadel her? Er hat sie doch da liegen gelassen. Ja, Herr. Ja, ja. Ich glaube, der hat ja, Herr gesagt, oder? Nicht ja, ja. Okay, der blaue Dämon. Wir haben ihn besiegt. Das war aber zu einfach. Es war klar, dass es zu einfach wird. Prinzessin Atsukos Kamm erhalten. Wo haben wir denn jetzt den Kamm her? Und was ist das? Was soll man denn mit dem Kamm? Inventar. Das wird wahrscheinlich... Eine Fotografie, die mit Tacke aufgenommen wurde. Ja, ich erinnere mich. Was ist denn dieser Kamm? Ist das ein Geschenk? Ich sehe es nicht, nein. Fertigkeitspunkt. Ja, let's go. Danke. Den können wir verkaufen vielleicht, aber ja, okay, aktuell brauche ich ja nicht wirklich Geld. Ich weiß nicht, wo der Kamm ist. Weiß ich nicht. Was haben wir hier bekommen? Unser Langschwert, das ist halt einfach das Maß aller Dinge. Langschwert des Würdenträgers. Boah, das sieht schon geil aus. Das sieht schon mega gut aus. 181, das ist unsere Doppelklinge. Das ist das. Hier brauche ich auch nichts. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Kugelsicherer Kimono. Kamm. Ich weiß nicht, wo der Kamm sein soll. Oder ist er hier? Da ist er tatsächlich. Prinzessin Anzug ist Kamm. Ja, der ist jetzt nicht so. Kann ich verkaufen. So, Toshimichi Okubo haben wir jetzt auch als Freund. Finde ich gut. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ach, guck mal. Guck mal einer an. Hier ist das Yoshiwara-Tor. Und hier ist noch so ein Schrein. Da sollten wir vielleicht mal hin. Markierung. 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 Und was ist das hier? Achso, das Testament der Seele. Bevor ich hier die Hauptstory weitermache, würde ich gerne einfach mal reisen. Wenn das möglich ist. Ist es möglich? Ich komme gar nicht raus. Doch, ich komme raus. Edo befindet sich gerade unter strenger Überwachung. Ich will selber reiten, Mann. Willkommen. Hi. Junge, das fuckt ja voll ab. Warum kann ich denn nicht frei... Egal. Dann ist das halt so. Wahrscheinlich muss ich die... Ja, muss ich die Story erstmal weiterführen, bevor ich irgendwie hier weiterkomme. Von Takas Tod hast du schon gehört? Ja. Ich... kann einfach an nichts anderes denken. Es tut mir leid, alter Freund. Seit unserem ersten Treffen in Yokohama hat sie viel für uns getan. Und Spaß hatten wir im Freudenviertel auch. Hm? Ja, schon.
Aber sie war doch nie eine normale Geisha, oder? Sie wusste um die Gefahr, als sie Fumi zur Flucht verhalf. Sie kannte die Konsequenzen und tat doch das Richtige. Sie war schön wie eine Blume, aber konnte stechen wie eine Biene. Oh, ich glaube, er war verliebt. Wenn ich etwas für Japans Zukunft erreichen will, muss ich mir ein Beispiel an ihrem Mut nehmen. Gensui sitzt schon an einem neuen Plan. Doch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren. Oh Mann. Wieso besuchst du nicht Takas Grab? Ja. Es befindet sich hier im Saihoji-Tempel. Absolut. Werde ich tun. Und ich hab's ja auch noch verdächtigt. Dass sie vielleicht eine Verräterin ist und, oder so. Das tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Wo ist das Grab? Oh, okay, das ist da hinten. Weißt du was? Dann gehen wir direkt mal hin. Da gehen wir direkt hin. Da müssen wir unseren Respekt zollen. Wer ist hier? Wer steht da? Du weißt es also. Oh. Nun gut. Lass uns für sie beten. Was macht er denn hier? Deshalb bin ich hier. Ihr seid schuld an ihrem Tod. Das kannst du dir für später aufheben. Nicht hier und nicht jetzt. Taka, bitte verzeih mir, aber ich fürchte, ich kann nicht lang bleiben. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen. Oh, das tut ihm wirklich leid. Und was wäre diese Pflicht? Taka musste euretwegen leiden. Ja. Das weiß ich nur zu gut. Sie ist bloß zur Geisha geworden, um für mich als Spionin zu arbeiten. Auch das hat sie meiner Mission zuliebe getan. Ich beabsichtige, sowohl die Macht des Adels als auch die des Kaiserhofs unter dem Shogun zu bündeln. Außerdem will ich unser Militär stärken und ein neues Abkommen aushandeln. Ein gerechteres, das sowohl die Bürger als auch den Wohlstand unseres Landes schätzt. Bist du einsam, liebste Taka? Halte durch. Du wirst nicht mehr lang auf mich warten müssen. Und wenn ich wieder bei dir bin, dann werde ich dir die schönste Haarnadel schenken, die du je gesehen hast. Oha. Das macht ihn direkt wieder sympathisch. Das ist doch scheiße Spiel. Mann. Betan Takas Grab. Nochmal. Wir wollen es nicht übertreiben. Vor allem nicht mit dieser Maske. Oh, sorry. Es ist schon... ich brauche unbedingt was Neues. Was sollen wir tun? Sprich mit Ryoma. Wir gehen wieder zu ihm. Pro-Shogunat, Anti-Shogunat. Mann, Alter, ich will mich für keine Seite entscheiden. Ich will mein eigenes Ding machen. Hey, Ryoma. Gensui ist mit seinem Plan so gut wie fertig. Wir warten nur noch darauf, dass alle hier sind. Seit Gensui Meister Shoins letzten Willen gelesen hat, ist er fest entschlossen, ein neues Japan zu schaffen. Ich glaube, dass er einen offenen Angriff auf die Männer des Roten Dämons plant. Was sagst du? Bist du dafür bereit? Wechseln wir das Thema. Ja, einen Moment. Ich warte. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wollen jetzt direkt angreifen? Aber ich würde gerne einfach mal die Welt erkunden, Mann. Geht das nicht? Darf ich das noch nicht? Hier, die Katze, die wartet doch. Die wartet sehnsüchtig.
Aber ich glaube, wenn es gar nicht anders geht, wenn das die Story ist, dann müssen wir das wohl.